Moin, meine lieben Zuschauer. Hier, lange drauf gewartet, endlich findet's hier statt. Das große Match auf der NF Match Map zwischen Experience und dem Friesenjung. Hallo. Jo, da seht ihr ihn auch im Bild. Mir gegenüber steht er. Noch lacht er, aber nicht mehr lange. Oh, solange er jetzt nicht die Kettensäge rausholt. Ach nee, ich glaube, er hat noch keine. Nee, so schlimm ist es noch nicht. So, ja. Wir sind also jetzt auch mit in die Riege derer eingetreten, die hier auf der Matchmap spielen. Wir wollen mal eben ganz kurz unsere Regeln erklären. Also, erstmal ist jetzt nicht wirklich eine Regel, aber wir machen Folgen von 30 Minuten Länge. Unsere Folgen sind geplant dreimal die Woche, dienstags, donnerstags und samstags. Heute ist eine Ausnahme, dass es eine Sonntagsfolge gibt, aber danach dienstags, donnerstags, samstags, soweit wie wir die Zeit finden, die aufzunehmen. Wir fangen mit einem Startkapital von 250.000 Euro jeder an und kurz jetzt mal unsere Regeln erklärt. Erstens, gespielt wird er auf der NF Match Map mit den leichten Zielen. Gewonnen hat, wer als erstes 8 Ziele erreicht hat. Es dürfen nur eigene Felder bewirtschaftet werden. Cosplay und andere Helfer dürfen uneingeschränkt genutzt werden. Das zentrale Hofsilo im Matchbereich darf weder zum Einlagern benutzt werden, noch dürfen die darin befindlichen Vorräte benutzt werden. Es wird mit einer Düngerstufe mit Pflügen und ohne Pflanzensterben gespielt. Die Zeitskalierung beträgt 5-fach zwischen 6 und 21 Uhr, nachts beträgt die Zeitskalierung 30-fach. Mithilfe der Game Extension können auch schwere Gegenstände getragen werden. URL und ähnliches ist ausdrücklich erlaubt. Pflanzenwachstum wird auf schnell eingestellt. Gespielt wird ohne Fruchtzerstörung, trotzdem sollte das Fahren so real wie möglich sein. Also nicht einfach über irgendwelche Felder abkürzen oder so, sondern schon auf den Straßen bleiben. Fruchtzerstörung haben wir nur ausgestellt, weil wir ja nun eben auch mit Cosplay arbeiten für Abfahrer und so weiter, damit das funktioniert. Der Verkehr ist eingeschaltet. Gestartet wird mit dem Startfuhrpark der Map. Es dürfen auch die Verkaufsstellen im gegnerischen Bereich benutzt werden. Also, ich bin auf der Ostseite, ich darf auch auf die Westseite fahren und da meine Sachen verkaufen, solange die Brücken offen sind, also benutzbar sind. Das ist ja auch immer lustig, ne? Das ist immer so, die Brücke ist offen, das heißt, sie ist geschlossen. Also die Brücke ist hochgeklappt, also offen, also ist sie geschlossen, weil ich nicht rüberfahren kann. Und zuletzt, Mietfahrzeuge und Geräte dürfen verwendet werden. So, wir haben keine Lohnunternehmer, wir sind zwei Einzelteams und ja, ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr teilweise den anderen nicht hört. Wir spielen mit Push-to-Talk über ein Teamspeak. Das heißt, ich kann euch voll quatschen, aber der Jens hört mich nicht. Und genauso ist es. Jeder selbst der Nächste. Ganz genau. Und daher würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach mal an und sehen zu, dass wer hier denn der Bessere ist. Und in 27 Minuten hören wir uns dann spätestens alle zusammen wieder, weil dann ist die Folge schon wieder vorbei. In diesem Sinn, fangen wir an und Jens, viel Glück, ne? Du wirst es brauchen. Bis dann. Tschüss. So, jetzt hört ihr ihn nicht mehr. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben uns hier noch gar nicht wirklich mit vertraut gemacht, mit der Map. Ich schaue jetzt mal, was hier so geht. Uns gehören die Felder 10 und 15, oder mir gehören die Felder 10 und 15. Da ist Raps und Weizen drauf. Das ist schon mal sehr cool. Die sind nicht gedüngt. Das ist schlecht. Das heißt, dann sehe ich mal zu, dass ich die dünge. Müsste ja irgendwo bestimmt ein. Ah, jetzt funktioniert hier. Ah, jetzt habe ich hier natürlich Mist gebaut. Ach ne, doch nicht. Ah, ich weiß warum. Mir fehlt noch ein Mod. Alles gut. Den kann ich dann später nochmal mit reinnehmen. Aber ich muss doch irgendwo. Muss ich doch einen Düngerstreuer haben, oder? Habe ich keinen Düngerstreuer? Nur diese komische Dingenspritze? Kann's doch nicht sein, oder? Wir haben keinen Düngerstreuer. Und wir können auch noch keinen kaufen, weil wir nicht zum Händler kommen. Na gut, dann muss ich Flüssigdünger nehmen, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich leer, so wie ich das hier kenne. Schauen wir mal. Ist leer. Und müssen wir mal eben einmal auffüllen.
müsste es ja eigentlich hier geben, oder? Oder gibt es hier keinen Flüssigdünger? Ist das hier nur ein Flüssigdüngerlager? Das kann es ja auch nicht sein, oder? Achso, ist voll. Ja, super. Perfekt. So, Jens? Ja, bitte? Sag mal, wenn jemand einen Cosplay-Kurs berechnen lässt, warnt er den anderen dann eben vor? Weil dann leckt das ja normalerweise immer so ein bisschen. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt gerade generiert und schon losgeschickt. Achso, okay. Oh, also bei dir scheint wohl nichts passiert zu sein, ne? Nö, irgendwie nicht. Also vielleicht stand ich da aber auch gerade und habe noch geschlafen oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja. Nee, alles klar. Dann sagen wir da erstmal nichts. Es sei denn, wir stellen fest, dass es irgendwie in Scheiße ausartet. Ja, müssen wir mal gucken. Also bei den großen Feldern müssen wir es vielleicht mal kurz ankündigen, aber so bei den Startfeldern weiß ich nicht, ob das unbedingt erforderlich ist. Ja, alles klar, machen wir so. Ah, das ist natürlich schön. Durch dieses Inspect-Plugin kann ich natürlich genau sehen, was du machst, und du kannst genau sehen, was ich mache. Ja, doch, so ein bisschen Spionage ist halt schon dabei, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier anonym agieren können. Ja, stimmt. Alter, du hast gerade einen Kurs generiert, kann das sein? Ja. Ja, habe ich. Boah, hat nur minimal geleckt. Ja? Wo bist du? Ich habe mich wieder schön festgefahren, ey. Okay. Ja, das ist doch gut. Wieso kommen eigentlich jetzt hier AI-Verkehr über die Brücke? Die habe ich doch noch gar nicht gekauft. Oder kamen die gar nicht über die Brücke? Das kann natürlich auch sein. Muss mich erstmal hier auf dem Hof zurechtfinden. So, dann gucken wir mal. Dann können wir nämlich gleich anfangen hier. Das jetzt schon? Ja, sollte ich. Achtung, ich würde einen Kurs gleich mal generieren. Ja, sehr schön. Und zwar jetzt. Jo, fertig. Jo, alles klar, der hakt dann doch schon extrem, ne? Thank you.
Ja, achso, ich würde übrigens, ja genau, hast du schon gemacht, perfekt. Ordner anlegen. Ich weiß, was du wolltest. Wieso ist mein Ordner denn jetzt weg? Habe ich den jetzt zu dir reingeschoben? Das ist ja Quatsch. Du bist ja krass. Ich kann mir mein Dingens dann nicht in meinen Ordner reinschieben. Hä? Ja. Ach nee, ich hab nicht mal einen Ordner. Nee, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab was Falsches gedrückt. Der Fehler sitzt meist nicht weit in Front des Monitors, ne? Erstmal gucken, wo meine ganzen Fahrzeuge stehen. Aber wir haben noch Trailer Assist drin. Wie war denn dafür der Shortcut, um da reinzukommen? Ich dachte mal, es war Steuerung T. Ja, dachte ich auch. Aber dann ging bei mir hier nur der Dingens auf. Habe ich da wohl was vertan? Schade. Naja, machen wir das ohne. Frage. Machen wir das ohne. Mache ich es erstmal ohne, dann muss ich nächstes Mal, wenn ich wieder in meinen Tastaturzuweisungen bin, mich darum kümmern. Das ist natürlich jetzt Vorteil für dich, ne? Ich kann das nicht, ne? Ich bin echt, für Drehschimmel bin ich echt der falsche Mensch dafür. Ja, ich habe das vorher auf der Fahrschule früher schon gehasst, ne? Ja. Ich konnte das früher, als ich regelmäßig echte Trecker gefahren bin, da konnte ich das ganz gut, aber ja, das ist eben 25 Jahre her und also da konnte ich es in echt ganz damals, gut. Damals, vor dem Krieg, meinst du? Ja, so genau. 1844. Und da konnte ich das in echt tatsächlich richtig gut mit Drehschemeln rückwärts fahren, aber hier so im Spiel bin ich dann auch eher die Null. Und deshalb war ich dann ganz froh, als auf deiner Wunschliste Trailer Assist stand. Weil ich daher auch mitspiele. Achso, ich habe gerade den Ordner verschoben, deswegen hat es wahrscheinlich mal kurz gehakt. Ja, ist fast nicht aufgefallen. Ist fast nicht aufgefallen und so ein Fahrzeug kriegt man ja auch schnell aus dem Graben wieder raus. Was ist das denn für eine Zauberei? Ich hab doch einen Kurs gehabt. Ach nee, wieso hab ich den jetzt eigentlich Push Podcast? Geht dich nichts an. Hör weg. Ja, das wird uns wahrscheinlich noch öfter hier begleiten, dass dann einer schon Push to Talk drückt, obwohl er es gar nicht will, oder Push to Talk noch gar nicht gedrückt hat und irgendwie versucht mit Jens zu reden. Ihr werdet es sehen, ihr werdet euren Spaß haben, glaube ich. Wir gucken mal. Wir schauen mal.
fahren wir eben schnell hier einen Abfahrkurs ein und dann ist die Sache auch erledigt. Aber ich habe doch 100.000 gerade ausgegeben für die Brücke, ne? Ja. Die tauchten nicht in dem offenen Posten auf. Okay, und wurden die auch nicht abgezogen? Nö. Nee, das ist, glaube ich, ein bekanntes Problem. Da müssen wir uns dann gleich mal eben so helfen, dass wir einen virtuellen Lohner erstellen. Und dann überweisen wir dem einfach immer die Kosten für sowas. Dann alles klar, ja, dann machen wir es so. Damit das fair ist, damit uns das abgezogen wird, mache ich gleich. Ich bin bloß gerade in den Kurs am Einfahren. Und ja, ja. Ich erstelle dann gleich eben ein LU und dann schicken wir da die Kohle hin oder was weiß ich, wie wir das nennen. Immobilienfirma oder so. Das machen die anderen auch so, die schicken die Kohle dann dem LU und der kauft dann die Sachen für die und kann sich dann mit dem Geld dann irgendwie Sachen anschaffen, so ungefähr. Ich verschiebe mal eben wieder einen Kurs. Fertig. Alles klar. So, ich habe jetzt eine Immobilienkasse angelegt. Sehr schön. Hofleiter heißt Finanzminister und da können wir dann solche, solche Sachen hin überweisen. Also es gab da früher auch schon irgendwie ein Plugin für den MP-Manager. MP Buyable Objects oder irgendwie sowas. Aber... So, ja, ich habe natürlich wieder Push-to-Talk vergessen. Es gab früher, meine ich, da sogar schon mal ein Plugin für den MP-Manager, dass der diese kaufbaren Objekte praktisch registriert, aber scheinbar gibt es das nicht mehr. Alles klar.
Ach ja, hast du denn deine Fahnen schon gesehen? Hat das geklappt? Hast du denn deine Fahnen schon gesehen? Hat das geklappt? Das hat wunderbar geklappt. Ja, sehr vielen schön. Vielen Dank. Ja, kein Thema. Ich habe mir gedacht, das macht das Ganze ein bisschen persönlicher, wenn unsere eigenen Fahnen hier hängen und nicht durchaus richtig. Ja. Team Ost, Team West. So, was mache ich denn als nächstes? Wie kann ich dir denn am nächsten das, oder als nächstes das Leben schwer machen? Mal überlegen. Ach, hier sind ja auch Gräben. Das ist ja... Achtung, ich berechne. Jawohl. Hör mal, wie geil ist das denn? Ich kann ja doch in deine Fahrzeuge steigen. Echt? Jo, gerade hing noch dein Drescher beim Abfahrer fest, ne? Weiß ich nicht. Ja, gab's gerade eine kurze Fehlermeldung und okay. Hab ich mir gedacht, so, boah, ist das jetzt meiner, ist das deiner? Bin ich kurz reingehüpft, dann stand deiner im Raps rum und hab ich gedacht, so, nee, das ist nicht meiner. Ah, okay. Ja, aber dann bist du über dieses, sag mal, über dieses Cosplay-Menü gegangen wahrscheinlich, ja, genau, ne? Ja, und nicht über, ich glaube, über Tab und so, und wenn du direkt daneben stehst, nee, geht das, glaube ich, nicht. Nee, das geht nicht.
Na, das ist ja nicht so von Erfolg gekrönt, was ich hier probiere. Naja. Sind vielleicht einfach die falschen Bäume. Oder ich bin zu doof dazu, das kann natürlich auch sein. Oh, meine Maus funktioniert hier irgendwie nicht mehr richtig. Kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Wollen wir mal wieder einen Kurs hier einfahren. Immer darauf achten, dass ich immer möglichst von der gleichen Seite hier aufkomme. Oh, wir haben noch eine Minute, dann ist die erste Folge vorbei. Generiere mal eben. Ja. Oha. Und ich verschiebe mal eben. Hey Leute, Entschuldigung für diesen kleinen Unterbrechung, ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich war einfach durcheinander. Erste Folge ist vorbei, ihr wisst Bescheid. Ja, nächste Folge Dienstag. Bis dann, ciao.